man muss zum einen dazu sagen, dass wir das aus bayerischer Sicht immer unterstützt haben, wenn es auch darum ging, Koalitionsverträge zu schließen. Dann waren wir das aus Bayern, die dafür gesorgt haben, dass es auch in den Koalitionsverträgen eben auch diese Verlängerung mit drinnen ist. Das war eben auch ein Anliegen, ich darf es jetzt nicht nur als Staatssekretärin sagen, sondern auch von der CSU ein Anliegen gewesen, eben diese Hausarztverträge mit aufrechtzuerhalten. Sie wissen, dass wir gerade die Diskussion auch haben, die jetzt bei dem GKKV-Finanzierungsgesetz, wo ja eben genau das, was Sie angesprochen haben, die Frage ist, inwieweit kann man diese Verträge weiterführen oder inwieweit werden sie verändert. Wir sind diejenigen, die sowohl über den Bundesrat als auch über unsere Bundestagsabgeordneten weiter versuchen werden, diese Verträge aufrecht zu erhalten. Bei alledem, dass es eben da uns darum geht, dass wir auch eine vernünftige Honorierung haben. Es geht mir übrigens dann nicht nur auf die Allgemeinmediziner, sondern schon für alle Ärzte, wenn ich auch an diese Dinge denke, die gerade angedacht sind mit asymmetrischer Honorarverteilung und so weiter bei dem Facharztbereich, dann ist es uns auch ein Dorn im Auge. Wir haben aber jetzt, wenn ich nochmal auf die Hausärzte zurückgehen darf, bei den Hausärzten ist es eben so, dass wir in Bayern ja die meisten Kassen jetzt diese Hausarztverträge auch geschlossen haben. Allen voran eben war es auch hier in dem Bereich die AOK, die den ersten Vertrag mit abgeschlossen hat. Inzwischen sind so gut wie alle anderen auch mit nachgezogen und wo wir uns eben auch darum kümmern, dass die möglichst weiter bestehen bleiben. Es ist aber auch so, dass in anderen Bundesländern zum Teil diese Hausarztverträge noch nicht oder nicht existieren und das ist von daher natürlich die Überzeugung, andere Bundesländer zu motivieren, uns damit bei dem Vorhaben zu unterstützen, die Hausarztverträge weiter zu behalten, manchmal die Motivation nicht ganz gleich so fulminant da ist. Sie können aber versichert sein, dass es uns weiter ein Thema ist, auch innerhalb der Koalition in Bayern ein Thema ist und dass deswegen auch der Markus Söder allein letzten Donnerstag, Freitag in Berlin gewesen ist, um dieses auch nochmal an den, wie ich finde, gut zu platzieren, nämlich zum einen im Bundesrat und gleich im Bundesgesundheitsministerium auch, weil es uns eben ein großes Anliegen ist, dass die Hausärzte, die Ärzte am Lande eben auch entsprechend honoriert werden können weiter. Ja, ich würde Sie nur um eine kurze Ausführung bitten, weil noch andere Fragen stellen wollten, bitte. Ich glaube, für die Bevölkerung ist es weniger wesentlich, über DRGs zu reden, als über ihre persönliche Zukunft und ob sie einen Hausarzt haben werden. Ja, aber wie schon gesagt, aber das hängt auch irgendwo genau zusammen, weil wir natürlich auch Krankenhäuser brauchen. Also wir brauchen die niedergelassenen Ärzte, wir brauchen die Hausärzte, aber wir brauchen auch Ärzte, die in einem Krankenhaus arbeiten. Also von daher hängt das schon irgendwo zusammen. Und wie schon gesagt, ich kann Ihnen sagen, dass wir von Bayern aus die Hausarztverträge, diejenigen waren, die erstens mal in die Koalitionsverhandlungen in Berlin mit eingebracht haben. Und wenn wir nicht so hartnäckig gewesen wären, würden die am Ende schon jetzt nicht mehr drinstehen. Das muss man in aller Ehrlichkeit auch mal sagen und auch entsprechend anerkennen. Stimmt. Weil uns eben auch die hausärztliche Versorgung so wichtig ist. Aber wir müssen jetzt auch eben schauen, dass wir sie weiter erhalten. Und da ist es eben auch gut, dass man Partner findet, die das entsprechend mit unterstützen. Und deswegen war es auch letzte Woche, wie schon gesagt, der Markus Söder bei vielen, vielen Gesprächen in Berlin, um da eben auch die Leute zu motivieren, da mitzumachen, weil eben nicht alle Bundesländer das so sehen, wie wir es sehen. Richtig. Ihr Chef war immer unser Verbündeter in dieser Hinsicht. Aber auf Bundesebene ist es so, dass der Herr Rösler ganz offenbar den entsprechenden Paragraphen aus dem SGB V, also auf dem Sozialgesetzbuch, nehmen will. Und damit gibt es dann für die Kassen eigentlich wenig Motiv, diese Verträge weiterzuführen. Dann haben wir noch eine Frage. Mein Name ist Fris Christine, ich bin Stadträtin der CSU in Burgundstadt. Ich arbeite schon seit längerer Zeit in diese Richtung, hatte Ihnen auch schon eine E-Mail geschrieben, Frau Staatssekretärin. Es betrifft etwas ganz Spezielles und zwar eine bestehende Augenarztpraxis in Burgundstadt, die kurz vor dem Aus ist. Bei uns kann es, wie Sie alle wissen, es ist unheimlich schwer, einen Arzt, vor allem einen Facharzt, aufs Land zu bekommen. Bei uns kann es niemand verstehen,
dass diese lang ersehnte Augenarztpraxis wieder schließen muss. Trotz der von Herrn Gesundheitsminister Söder und Ihnen, Frau Staatssekretärin Hummel, propagierten ländlichen Ärzteversorgung. Wenn diese Praxis erstmal schließen sollte, wird sich in nächster Zeit lange niemand mehr finden, der sich auf diese Facharztpraxis bewirbt. Ich glaube, hier sollten vielleicht die gegebenen Gesetze für die Kassenärztliche Vereinigung eventuell geändert werden oder auch die Grundvoraussetzungen geschaffen werden, so dass man eine solche Praxis erhalten könnte. Bedenkt man auch, dass wir hier eine sehr hohe Anzahl behinderter Heime und Altenheimbewohner vorfinden. Und hier muss ich mal klar sagen, hätte ich mir schon eine nachdrückliche Unterstützung unserer Mandatsträger gewünscht. Ich bitte Sie heute auch nochmal mit Ihrem gewichtigen Wort für uns Einfluss zu nehmen. Vielen Dank. Was ich vorhin auch schon mal angesprochen habe, dass eben wir leider die großen Bezirke haben, wo man sagt, hier im Moment ist in Anführungszeichen die Region gut versorgt und deswegen braucht es in Anführungszeichen niemanden Neues. Aber das ist eben die Schwierigkeit, die wir damit immer wieder haben. Und das ist das, wo ich gesagt habe, man muss sich das Kleinere anschauen. Ja, aber kann man da nicht zum Beispiel sagen, Bad Staffelstein ist jetzt gut versorgt oder überversorgt? Es ist eben, das Problem, das haben wir wirklich, das ist eine bundesweite Regelung und wir wünschen uns ja, dass wir es auf Länderebene, wir haben jetzt sind gerade dabei auf Bundesebene, uns so einzubringen, dass wir sagen, lasst uns doch die Kompetenz bei den Ländern, lasst uns Ländern doch entscheiden, wir wissen doch eher, was wir vor Ort brauchen. Das kann nicht irgendeine, sondern wir wollen eigentlich, dass es hier regionaler eben, wenn man weiß zum Beispiel, dass bei Ihnen eben in der Region Menschen mit Behinderung sind, die einen Augenarzt brauchen, da nützt uns die Statistik, wo Einwohnerzahl gegengerechnet wird zu Arztsitzen, nämlich nichts. Uns nützt diese Statistik auch nichts, wenn wir rein die Einwohnerzahl anschauen, und wo wir einen Arzt brauchen, oder auch mal anschauen, ob wir da mehr ältere Menschen haben, die dort leben, die vielleicht eher mal einen Arzt brauchen, als wenn der Durchschnitt eher vielleicht jünger ist von der Gesellschaft her. Und das sind die Bereiche, wo wir sagen, die Bedarfsplanung eben anders ausgestalten, nur wir sind noch nicht so weit. Weil da würde ich Ihnen wirklich unwahrscheinlich gerne helfen. Sie haben mich ja wirklich auch angeschrieben, aber da sind uns im Moment die Hände insoweit gebunden, weil eben die Regelung momentan noch anders ist. Da würden wir sehr auf Ihren Einfluss hoffen. Eine Kleinigkeit möchte ich da vielleicht noch anfügen. Es wird noch schlimmer, denn gute Bekannte von mir hatten auch in Facharztpraxen der Augenarztpraxis irgendwo im Landkreis angerufen und wollten sich einen Termin geben lassen. Die mussten sich dort wirklich anhören, wir sind komplett überbelegt, wir nehmen keine neuen Patienten und der nächste Termin, das war glaube ich, also der Anruf war Anfang April diesen Jahres, der nächste Termin sei erst im September zu bekommen, da passt irgendwas nicht. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Es ist ja Rösler fordert eine Landarztquote, das heißt konkret, jeder, der Medizin studiert, verpflichtet sich, für eine gewisse Anzahl von Jahren aufs Land zu gehen, dort seinen Dienst abzuleisten. Und wenn man bedenkt, dass ein Medizinstudienplatz 250.000 mindestens verschlingt über 6 Jahre Studium und dann noch die Assistenzzeit, die wir alle bezahlen. Und dann aber sollte man bedenken, dass natürlich auch diese jungen Mediziner zum Teil sehr gut ausgebildet, dann zum Teil ins Ausland gehen. Da kann doch irgendwo die Relation nicht stimmen. Wir als Bevölkerung bezahlen Jahrhunderttausende für die Ausbildung. Es ist ein NC auf diesem Fach, 1,0 bis 1,2, 4 und so weiter. Und die Guten, die dann wahrscheinlich auch sehr gut weiter in dem Studium sind, gehen dann einfach weg. Wie können wir es schaffen, dass sie bei uns bleiben? Ist der Ansatz Rösler richtig? Ich habe diese Landarztquote, die Minister Rösler vor einigen Monaten aufgeworfen hat, die habe ich an der Universität in den Seminaren angesprochen.